Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um das Bergsteiger Kodiak 26 Zoll Mountainbike. Wenn du noch nicht genau weißt, ob dieses Fahrrad für dich die richtige Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um dir deine Kaufentscheidung bestenfalls noch zu vereinfachen. Außerdem werde ich dir auch das Amazon-Angebot zum Fahrrad unten in der Videobeschreibung verlinken, damit du überhaupt weißt, wovon ich hier spreche. Fahrradfahren erfreut sich auch heutzutage noch sehr großer Beliebtheit, obwohl der technische Fortschritt immer weiter schreitet und das gefällt mir persönlich sehr gut. Denn beim Radfahren sind wir draußen an der frischen Luft und das ist für unsere Gesundheit super wichtig. Es gibt nur ein paar Sachen, auf die du achten musst, nämlich brauchst du ein qualitativ hochwertiges Fahrrad. Bei diesem Fahrrad gefällt mir die technische Ausstattung wirklich sehr gut, deswegen würde ich es auch in der Tat zu den qualitativ hochwertigen Rädern zählen. Aber nochmal kurz zur Erinnerung, warum das so wichtig ist. Also, es passieren leider immer noch sehr, sehr viele Unfälle beim Radfahren und es ist einfach wichtig, dass du von deinem Rad her die bestmöglichen technischen Voraussetzungen mitbringst, ja, damit du sicher auf der Straße unterwegs bist. Klar, dann können leider immer noch Fehler passieren, aber von der technischen Ausstattung musst du da wirklich, ja, dein Geld in ein gutes Rad investieren, würde ich mal sagen, damit du einfach mehr Sicherheit hast. Bei diesem Rad hier ist das in meinen Augen auf jeden Fall gegeben. Darüber hinaus achte ich auch das Preis-Leistungs-Verhältnis als fair. Dazu muss aber gesagt sein, dass hier natürlich jeder Fahrradfreund seine eigene Preisvorstellung hat. Ich will dir halt einfach nur sagen, dass ich nicht denke, dass man jetzt beim Fahrrad am falschen Ende sparen sollte. Glücklicherweise machen das viele Leute auch nicht, sondern sie geben gerne ein bisschen mehr Geld für ein hochwertiges Fahrrad aus, was in meinen Augen auch der absolut richtige Schritt ist, denn ansonsten gefährdest du nicht nur deine eigene Sicherheit, sondern auch die der anderen Verkehrsteilnehmer, wenn du wirklich nur das absolut günstigste Rad aus dem Discounter kaufen würdest, so eine alte Klapperkiste, ja. Die braucht kein Mensch, die du vielleicht irgendwo mal am Straßenrand gefunden hast. Da würde ich dir lieber sagen, hey, nimm ein bisschen mehr Geld in die Hand und kauf dir ein hochwertiges Fahrrad. Das hier gefällt mir zum Beispiel ziemlich cool von der ziemlich gut von der technischen Ausstattung her. Man muss dazu sagen, das Design ist immer eine absolute Geschmackssache. Hier muss wirklich jeder selber beurteilen, was ihm wichtig ist. Mir gefällt das Rad wirklich gut, deswegen kann ich hier auch eine Kaufempfehlung aussprechen. Machen wir uns nichts vor, der Fahrradmarkt ist riesig. Du musst einfach gucken, was für Ansprüche hast du. Wie gesagt, ich würde dir immer empfehlen, auf hohe Qualität zu achten. Das ist in meinen Augen hier der Fall, ja. Aber guck doch selber mal, was genau du dir von deinem Rad erwartest. Denn es gibt wirklich endlos viele auf dem Markt. Naja. Kurze Zusammenfassung: Ich finde das Rad gut, finde das Preis-Leistungs-Verhältnis fair und kann es weiterempfehlen. Das Amazon-Angebot zum Fahrrad werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Auf der Angebotsseite von Amazon kannst du dir sämtliche Produkteigenschaften noch einmal in Ruhe und Frieden anschauen. Vielleicht wartet dort auch schon die eine oder andere Kundenrezension auf dich. Danke mich für deine Aufmerksamkeit, wünsche dir einen wundervollen Tag. Viel Spaß bei deinen nächsten Radtouren, viel Sicherheit, alles Gute, ciao.